Das tropft ja kaum hier und spült ja kaum, geht ganz schwer raus. Die Pumpe wird laut und leise, das ist normal. Wenn sie so leise wird, dann kann sie, ist eine Vibrationspumpe, vibriert ja kaum noch. Da hört man schon wieder Motor ab. Ja, ganz schon zu spät reagiert hier. Ich mache am besten aus. Oder am schnellsten aus. Naja, gut, aber okay. Wir machen dann trotzdem einen Kaffee. Oha! Mal gerade zu hoch. Wenn er bei 7 steht. Yes. Maschine ohne nichts hier, weiß man nicht konkret, was passiert. Ah, hier leuchtet ein bisschen was, okay. Kaum zu sehen, die Taste. Presst ja nicht nach, also. Und jetzt kann er natürlich kein Wasser mehr durchschieben. Die Pumpe hört man nicht mehr. Und schon klingen hier Störung. Und Wasser. Und ach, das Antrieb noch dazu. Und da lässt er natürlich klar hier über den Entlüftung raus. Drückt er natürlich den Druck raus. Okay, wir machen das Teil aus hier. Bevor mir der Antrieb hier wegraucht. Und dann, ja, das hat er gerade so geschafft. Wenn die Pumpe leise wird, bedeutet, kann sie noch Druck aufbauen. Das ist nicht schlecht. Aber Antrieb muss dringend revidiert werden. Ja, ist so. Kann ich sagen, pauschal bei der Longi so, aber ziemlich viele Mitgliederprobleme. So, hier ist die Brühgruppe wie immer. Und hat man wahrscheinlich selten sauber gemacht. Und hier drückt schon Kalk und alles durch. Ist klar, das Teil hier drücke ich jetzt drauf. Muss der sauber langsam laufen. Gut laufen, das passiert nicht. Innen drin, ja, dann fängt schon an zu schimmeln, weil man sie nicht sauber gemacht hat. Ja, so ist das. Man kauft sich so ein Gerät und trinkt mal irgendwas raus. Und da oben schimmelt es auch, aber das ist nicht Herstellersache. Man muss es einfach nur reinigen. Das ist bei mir, das ist Alltag hier. Alltag in der Werkstatt ist ganz normal. Okay, aber es kommt kein Kaffee raus. Dann machen wir einfach mal, da ist so ein Sieb hier, ich lasse das alles so wie es ist, spüle das auch nicht mal ein bisschen. Ja, die Brühgruppe kann man revidieren, ist nicht schlimm, aber was ich zeigen wollte und ich dachte, das wird so aussehen, das ist das hier. Ja, das ist schon heftig stark verstopft. Ja. Sicher kann man das reinigen. Also ordentliche Schicht hier schon. Dicke Schicht Kaffeefette und feine Pulver. Wo das hier kommt, ist klar. Nicht nur man hat es nicht gereinigt, man kann wunderbar reinigen. Also noch besser kann der Hersteller nicht bauen. Sondern hier, ich schau mal nach. Manche Geräte wurden mit einer härteren Feder ausgeliefert. Ja, das ist ein harte Feder hier. Ups, wo ist das? Hier ist das. Das ist der sogenannte Crema-Ventil. Ja, nun, zeig mal in der Kamera. Und wenn man auf diesen Stift hier drückt, dann das ist ein härtere Feder drin. Dann, der Vorteil dabei ist, kommt der richtig gute Kaffee raus mit Crema und Co. Nachteil ist, dadurch verschwindet diese Sieb hier. Und wenn noch Pulver dazu kommt, ist doch klar, da kann kein Wasser kaum noch durch. Also das Gerät Brühgruppe revidieren lässt sich wunderbar abschrauben. Da gibt es viele schöne Videos im Internet, brauche ich nicht zu erzählen. Rausnehmen, die Dichtungen drin auch besorgen. Die verdrehen sich. Und ja, als Fett, ja, ein gute, naja, die Lebensmittel zugelassene Fett nehmen. Und da soll sich mal aber vergewissern, dass das tatsächlich ist und nicht irgendein Silikon. Das wäre nicht gut für das. Schön weiter. Ja, ansonsten Antrieb hier
dich innen drin reinigen. Hat schon wegen der heftigen Druck und Drehmoment. Ah, gut, ja, man kann sehen, das ist noch fest hier, also bewegt sich nicht mit. Das bedeutet, die Sicherheitsmutter oben ist gut, ist festgezogen. Aber der Läufer hier ist, ja, man muss ja auch ein bisschen Spielraum, eigentlich müsste man hier ziehen. Ja, ist viel Spielraum. Ja, das Messingteil in der Mitte, Legierung ist, also, ja, der ist einfach, ist einfach abgenutzt, das ist nicht gut. Müsste ausgetauscht werden, da kommt man nicht vorbei. Wenn man das nicht macht und nur Fett drauf, dann wischt sich das Fett ständig. Und dann brauchst du immer auch den Fett von der Longi hier. Hitzebeständig, weil dort, wo gepresst wird, da ist die Reibung sehr hoch. Und dann entsteht ja Wärme, klar, und Hitze. Und dadurch ja, braucht man, deswegen braucht man so ein Fett hier. Hitzebeständig und sehr gut und lang geschmiert. Ja, also Antrieb hier revidieren, also ist der neue ist teuer und die Maschine kostet nicht viel. Ja, das war es alles zu dem Fehler hier mit der Störung bei dieser Teleung hier.